Weihnachtskrimi. Teil 15. Was bisher geschah? Bei Benediktas Haus ist der Schnee geräumt. Erwin wollte die Müllsäcke nochmal ansehen, kam aber noch nicht dazu. Ein fremder Junge war da und sprach mit Hanna. Svenja regt sich auf und weint im Hof. Erwin ist bei ihr. »Svenja, Schatz, was ist passiert?« sagt Erwin. »Der ist so gemein«, schluchzt Svenja. »Wer ist gemein?« Von oben hört man ein gackerndes Lachen. Svenja zeigt auf das Vogelhäuschen. Darin liegt ein Papierflieger. »Tobias«, ruft Erwin, »wenn du nicht lernst, kannst du auch runterkommen und mit Svenja spielen.« »Keine Zeit«, ruft Tobias und verschwindet hinter der Gardine. In den Ferien keine Zeit. Erwin schüttelt den Kopf. Auf kleine Kinder aufpassen ist ja nicht jedermanns Sache, aber Geschwister haben nun mal auch Pflichten. Jetzt wundert ihr euch, warum die schon so früh Ferien haben. Das weiß ich auch nicht genau. Es stand mal zur Diskussion, ein Projekt zu starten, dass die Kinder in der Vorweihnachtszeit mehr Zeit bekommen sollten, um in den Familien mitzuhelfen. Aber die Kids haben keinen Stratz getan und sich nur über die längeren Ferien gefreut. Daher hatte man das Projekt frühzeitig beendet. Erwin nimmt den Papierflieger aus dem Vogelhaus und faltet ihn auseinander. Das Blatt ist kreuz und quer mit Zahlen beschriftet. Aha, denkt er, der Junge hat mal wieder einen Hass auf Mathe. Erwin reißt das Blatt in der Mitte durch und macht sich auf den Weg zur Altpapiertonne. Dann fällt sein Blick noch einmal auf das Gekritzel. Unten am Rand steht Martin Dienstag. Martin Dienstag. Erwin kann sich nicht erinnern, dass Tobias einen Freund namens Martin hat. Auch in der Nachbarschaft kennt er keinen Martin. Er schaut noch einmal genau über das Geschriebene. Ist das nicht grün? Tatsächlich, Tobias hat vor einer Woche einen grünen Designkugelschreiber zum Geburtstag bekommen. Von wem? Ja, von Micky und Laura. Also muss das etwas Aktuelles sein. Aber er hat sich seit Beginn der Ferien mit niemandem getroffen und soweit sich Erwin erinnert, auch nicht telefoniert. Ach, man muss nicht überall Gespenster sehen, sagt Erwin zu sich und wirft einen Blick auf sein Töchterchen Svenja. Die spielt mit ihrer Puppe im Schnee. Jetzt setzt sie sie auf einen kleinen Schlitten und erklärt ihr genau, dass sie sich gut festhalten muss, damit sie nicht hinfällt. Bis hierher für heute. Es bleiben Fragen offen. Wann kann Erwin endlich in die Garage, um die Müllsäcke zu inspizieren? Wer ist Martin? Was hat Tobias mit Martin zu tun? Bleibt dran, denn morgen geht es weiter.